Willkommen zu einem Video, und zwar was es vor 5 Jahren, glaube ich, schon mal gab. Ich weiß jetzt nicht, ob es vor 5 Jahren ist, auf jeden Fall ein Wahlomat, und zwar zur kommenden Bundestagswahl, die ja nun kurz bevorsteht. Ja, ich teste mal, welche Partei quasi meinen Thesen, die ich jetzt gleich dann zustimme, nicht zustimme oder neutral bin, zu sagen oder eben nicht. Ja, zur Information noch kurz dafür, wie gesagt, es ist meine persönliche Meinung, und klar, man kann dazu zu einer bestimmten These eine andere Meinung haben, habe ich auch kein Problem mit. Allerdings bitte ich, wie gesagt, alles zu verstehen, dass jeder eben unterschiedliche Ansichten dazu hat. Deswegen ist jetzt auch unter diesem Video die Kommentarfunktion deaktiviert, damit eben es nicht zu Konflikten kommt. Ja, dann würde ich mal sagen, starten wir mal und fangen quasi mit der folgenden These an. Nummer 1: Bundeswehr im Inneren. Bei der Terrorismusbekämpfung soll die Bundeswehr im Inland eingesetzt werden dürfen. Allgemein auch zur Info, es kann sein, dass der Wahlomat aus 2 Teilen besteht, je nachdem wie die Länge ist. Ja, also die Bundeswehr im Inneren. Also ich würde da grundsätzlich erstmal sagen, ich finde es eher ein bisschen überflüssig. Also quasi, also nicht die Bundeswehr überflüssig, sondern ich finde es halt ein bisschen unsinnig, die Bundeswehr hier im Inneren einzusetzen. Also die Bundeswehr ist ja eher nach außen, nicht nach innen. Deswegen ist das halt so für mich jetzt ein Ding, wo ich sagen würde, nee, das braucht man nicht. Also da stimme ich eher nicht zu. Frage Nummer 2. Besteuerung von Pkw-Diesel. Dieselkraftstoff für Pkw soll höher besteuert werden. Ja, gab ja vor kurzem immer wieder Skandälchen über Diesel und wie schlimm es ja für die Umwelt ist. Und ja, ich würde halt auch sagen, es ist ja mittlerweile auch bewiesen, dass es eben schädlich ist. Deswegen würde ich auf jeden Fall sagen, ja, die kann man ruhig mal gern zur Kasse bitten, deswegen ja. Obergrenze für Asylsuchende. Für die Aufnahme von neuen Asylsuchenden soll eine jährliche Obergrenze gelten. Ja, das ist natürlich so eine Sache, aber ja, das ist so eine Sache. Also es ist, also klar, Asylsuchende sind natürlich grundsätzlich erstmal eine Bereicherung, sofern sie, wie gesagt, sich hier integrieren wollen. Da sagt ja keiner was für, nur mit der Obergrenze ist es halt sehr schwierig. Deswegen würde ich eher so sagen, ja, da bin ich eher so neutral, da habe ich jetzt nicht so mein Faible für. Ausbau erneuerbarer Energien. Der Ausbau erneuerbarer Energien soll vom Bund dauerhaft finanziell gefördert werden. Ja, das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Erneuerbare Energie, man muss ja Quellen finden, wie man quasi gegen den Klimawandel und so eben angehen kann. Deswegen erneuerbare Energie, warum nicht? Natürlich sollen die ruhig stärker gefördert werden. Frage Nummer 5. Sozialer Wohnungsbau. Der Bund soll mehr Mittel für sozialen Wohnungsbau bereitstellen. Ja, und auch das ist, finde ich jetzt auch, ist auf jeden Fall eine gute Sache. Warum nicht? Damit eben die Wohnungen auch bezahlt bleiben. Also gerade wenn man so nach München schaut, das sind ja Mondpreise, die man ja da teilweise zur Miete zahlen muss. Deswegen wäre es eben auch schon ganz gut, wenn man eben bezahlbaren Wohnraum schaffen tut und dass man da auf jeden Fall etwas bereitstellen tut. Ja, die nächste These. Elternunabhängiges BAföG. BAföG soll generell unabhängig vom Einkommen der Eltern gezahlt
werden. Ich bin, Pass ist auch eine sehr gute Frage für mich als Student natürlich. Ich selbst habe keinen BAföG, da ich bei meinen Eltern wohne. Aber es ist trotzdem eine gute Sache, dass man allgemein BAföG bekommen kann, unabhängig vom Einkommen der Eltern. Ja, warum nicht? Als Beispiel, ich bekomme kein Geld, weil eben meine Eltern zusammen etwas verdienen, was eben, wo eben mir kein Anspruch zusteht. Also klar, wir sind zwar keine Großverdiener, aber trotzdem ist halt über die quasi über die Marke. Deswegen kann ich kein BAföG bekommen. Deswegen stimme ich hier zu. Und weiter geht es mit Nummer 7. Ausweitung der Videoüberwachung. Die Videoüberwachung im öffentlichen Raum soll ausgeweitet werden. Es ist ein schwieriges, auch schwieriges Diskussionspunkt, wo es schwierig ist. Es gibt klar Dinge, wo es vielleicht hilfreich ist. Also gerade jetzt so an so Stellen, die sehr belebt sind, da ist es vielleicht ganz gut. Allerdings auf der anderen Seite schränkt natürlich klar die Privatsphäre natürlich ein. Deswegen ist es so eine Sache, wo ich jetzt ein bisschen unschlüssig bin. Deswegen bin ich da eher neutral. Schuldenschnitt für Griechenland. Deutschland soll einen Schuldenschnitt für Griechenland zustimmen. Ja, die guten Griechen, es ist, die einen sagen, es ist ein Trauerspiel. Die anderen, ja, doch was Gutes, aber ich würde sagen, man muss halt den Griechen manchmal ein bisschen Druck stellen, deswegen stimme ich da auf jeden Fall auch zu. Tempolimit. Generell ist Tempolimit auf Autobahnen. Ja, dafür beneiden uns ja viele, dass wir hier ein Tempolimit haben, also mit der Richtgeschwindigkeit 130 quasi, dass es das gibt, aber nee, also ich sehe da jetzt keinen Punkt, wo man ein Tempolimit machen sollte. Wobei es natürlich auch manchmal einen Sinn ergibt, damit es nicht so viele Unfälle gibt. Ja, das ist schwierig. Machen wir lieber neutral. Erhöhung der Verteidigungsausgaben. Die Verteidigungsausgaben Deutschlands sollen erhöht werden. Da stellt sich natürlich als erster Punkt, wofür? Wofür sollen die Verteidigungsausgaben von Deutschland erhöht werden, weil es gibt momentan eigentlich keinen Bedarf, warum man es machen sollte. Deswegen stimme ich da nicht zu, weil ich sehe momentan keinen Grund, warum wir unsere Verteidigungsausgaben erhöhen sollen. Frage Nummer 11. Falsche Informationen im Internet. Betreibern von Internetseiten soll gesetzlich dazu verpflichtet sein, falsche Informationen, die sogenannten Fake News, zu löschen, auf die sie hingewiesen wurden. Das bedeutet ja eigentlich im Umkehrschluss, dass ja so Seiten wie der Postillon beispielsweise, die ja Satire quasi betreiben, ja auch zum Beispiel eigentlich kenntlich machen müssten. Hier Leute, das ist aber eine falsche Information, die wir hier ausbreiten. Na gut, und ich persönlich bin, muss ich auch zugeben, nicht so der Freund von Fake News, also auch sowas wie eben der Postillon, bin ich überhaupt kein Freund von. Deswegen stimme ich da auf jeden Fall auch zu, weil ich finde es fürchterlich. Kommen wir nun zum nächsten Punkt, die ökologische Landwirtschaft. Ökologische Landwirtschaft soll stärker gefördert werden als konventionelle Landwirtschaft. Ja, also ökologische Landwirtschaft ist klar natürlich etwas Gutes, wo man auf jeden Fall sagen kann, dass da Potenzial ist.
möglichst diese gesündere Landwirtschaft vorzuziehen zur normalen Landwirtschaft. Deswegen, ja, ich kenne mich zwar nicht damit aus, aber es ist auf jeden Fall bestimmt etwas Gutes. Kindergeld für Deutsche. Kindergeld soll nur an deutsche Familien ausgezahlt werden. Ja, die NPD würde dann natürlich ganz klar sagen, nein, das ist ganz klar, aber da ich ja zum Glück nicht die NPD bin und ich grundsätzlich nichts von so rechtspopulistischen Parteien halte, stimme ich natürlich dagegen. Natürlich soll Kindergeld auch an ausländische Familien gezahlt werden. Also deswegen auf jeden Fall ein Ja. Kommen wir nun zur nächsten These und mein Mauszeiger spinnt gerade ein bisschen rum. So. Sachgrundlose Befristigung. Arbeitsverträge soll weiterhin ohne Angaben von Gründen befristet sein dürfen. Das ist natürlich so eine Sache, wo ich mir jetzt auch gerade sage, warum soll da nicht ein Grund sein? Deswegen bin ich dagegen, weil es soll ja schon ein Grund sein, warum eben dieser Arbeitsvertrag eben nicht befristet ist oder warum auch immer. Deswegen ganz klar dagegen. Es soll schon ein Grund sein, warum dieser Arbeitsvertrag eben nur befristet ist, weil es saisonale Arbeit ist oder wie auch immer für Arbeit ist. Deswegen, es sollen schon Gründe auch da sein. Deswegen stimme ich natürlich dagegen. Impfpflicht. Kinder sollen gegen ansteckende Krankheiten geimpft werden müssen. Ja, quasi Masern, Mumps, Kinderkrankheit und alles weiter, was ja da gibt, würde ich da quasi sagen. Und ja, also ich finde, es ist auf jeden Fall eine gute Sache, dass man das macht. Also ich wurde auch als Kind geimpft, deswegen ja. Ist auf jeden Fall eine gute Sache. Also sowohl eben Kinderkrankheiten als auch Tetanus und sowas, so klassische Krankheiten, die man ja geimpft sein sollte. Verstaatlichung von Banken. Alle Banken sollen verstaatlicht werden. Ja, das war ja so ein Punkt in der Finanzkrise. Da ging das ja damals mit dieser Hypo Real Estate oder wie die hieß, los, dass man da irgendwas verstaatlichen muss und Pipapo, aber ich sage mir mal so, wir haben zwei staatliche Banken und das reicht. Also die Sparkasse und die Volks- und Raiffeisenbanken. Also quasi zwei Banken, die staatlich sind und das langt doch. Warum müssen wir denn noch mehr staatliche Banken haben? Klar, wenn man jetzt sagt, ja, ich habe jetzt keinen Bock auf die Sparkasse oder auf die Volks- und Raiffeisenbanken, dann ja klar, dann soll man mir zur Commerzbank geben oder von mir aus oder zu regional anbieten, wie hier die Kasseler Bank oder wie auch immer, soll man von mir aus machen. Aber nee, es langt. Deswegen bin ich dagegen. Erinnerungskultur. Der Völkermord an den europäischen Juden soll weiterhin zentraler Bestandteil der deutschen Erinnerungskultur sein. Ist auf jeden Fall eine gute Sache, weil ist, glaube ich, auf jeden Fall so allgemein in der deutschen Geschichte das Grausamste, was es auf jeden Fall gab. Und deswegen sollte auch definitiv darauf hingewiesen werden, also gerade zum Geschichtsunterricht auch, dass es schlimm war, was da passiert ist. Deswegen auf jeden Fall stimme ich dazu. Ich finde es halt sehr schade, als ich hätte es in meinem Geschichtsunterricht leider sowas mit Zweiten Weltkrieg überhaupt nicht gehabt. Und deswegen, ja, ist es auf jeden Fall eine gute Sache. Das liegt übrigens daran, ich habe quasi so gut wie jeden Abschluss. Ich habe einen Hauptschulabschluss, ich habe einen Realschulabschluss, ich habe ein Fachabi und bin jetzt am Uni-Abschluss. Genau, also deswegen hatte ich nur in der 7., 8., 9., also 3 Jahre nur Geschichtsunterricht gehabt. Deswegen, ja, kann ich da, wie gesagt, großartig nicht zu sagen. Frage 18. Abbau von Staatsschulden. Haushaltsüberschüsse sollen überwiegend zum Abbau von Staatsschulden verwendet werden. Ja, das ist im Prinzip eine gute Sache, weil irgendwo müssen die ja hin und warum sollte man die nicht
dazu verwenden, um eben die Staatsschulden zu verringern. Deswegen, ja, auf jeden Fall ist eine gute Sache. Begrenzung der Nutztierhaltung. Die Gesamtzahl der Nutztiere in den landwirtschaftlichen Betrieben einer Gemeinde sollen begrenzt werden können. Also das ist quasi so ein bisschen Stichwort Massentierhaltung. Quasi geht das hinein und Massentierhaltung ist natürlich was Schlimmes, was ich auch nicht gut finde und deswegen ist das auf jeden Fall eine gute Sache, dass man das begrenzen tut, damit es eben nicht zur Massentierhaltung kommt. Der Braunkohleabbau. In Deutschland soll auch zukünftig Braunkohle abgebaut werden dürfen. Nee, das finde ich keine gute Sache. Also Braunkohle ist einfach veraltet und nee, also da gibt es halt auch bessere Varianten, wie man Energie quasi gewinnen kann. Auf jeden Fall nicht mit Braunkohle, auf keinen Fall. Deswegen nein. Leiharbeit. Unternehmer soll weiterhin Leiharbeiterinnen und Leiharbeiter beschäftigen dürfen. Es gibt ja viele Berufe auf jeden Fall, wo es genau, wo es ja Fachkraftmangel gibt, ist ja allseits bekannt. Deswegen ist es halt auch ganz gut, wenn man diese Arbeit eben nicht besetzen kann, dass man sich da eben Leiharbeit quasi zur Verfügung stellen kann und dass eben die, die quasi auf diesem Gebiet, die eben zu besetzen sind, qualifiziert sind. Und deswegen, ja, auf jeden Fall. Wenn es keiner machen will, dann bitte immer her damit. Und ja, dann geht es jetzt weiter und zwar mit der doppelten Staatsbürgerschaft. Auch ein interessantes Thema und da geht es eben darum, in Deutschland geborene und aufgewachsene Kinder ausländischer Eltern sollen weiterhin neben der deutschen ihre zweite Staatsangehörigkeit behalten dürfen. Also ich persönlich finde halt bei der doppelten Staatsbürgerschaft spricht für mich nichts dagegen. Warum sollen die jetzt nicht auf der einen Seite, okay, sie haben Deutsch, aber ihre zweite Staatsangehörigkeit ist eben, dass sie türkisch sind. Warum nicht? Dann sollen es doch bitte das auch so behalten dürfen. Da ist ja auch nichts zu sagen. Vorgezogener Renteneintritt. Bereits nach 40 Beitragsjahren soll der Renteneintritt abschlagfrei möglich sein. Das ist eine gute Sache auf jeden Fall. Warum nicht? Ist natürlich immer so die Sache mit der Finanzierung. Das ist ein großes, großes Problem. Aber grundsätzlich finde ich das eine gute Sache. Deswegen auf jeden Fall ja. Nationale Währung. Deutschland soll zu einer nationalen Währung zurückkehren. Ja, Euro weg, D-Mark wieder her. Der größte Fehler, den man machen kann, dann geht die deutsche Wirtschaft sowas von den Bach unter. Also, ich sage ja nur Großbritannien, die werden jetzt ordentlich den Bach runtergehen, wobei die ja nie einen Euro hatten, aber trotzdem ist wichtig, dass wir einen Euro haben. Wir sind hier das wichtigste europäische Land, was den Euro vorantreibt. Deswegen wäre es fatal, auch für die EU natürlich, wenn wir jetzt sagen würden, nö, wir wollen jetzt keinen Euro mehr haben, wir wollen die D-Mark wieder haben. Nee, deswegen sehe ich nicht ein. Ich weiß natürlich immer noch, wie es war mit der D-Mark. Ich habe früher mir an unseren Tante-Emma-Laden immer das Mickey-Maus-Heftchen gekauft, damals noch in D-Mark. Und ja, ich kenne das, es war eine schöne Währung, aber nein, der Euro ist eine wichtige Währung für Deutschland, deswegen auf keinen Fall zurückkehren. Abschaffung der Frauenquote. Die Frauenquote für die Aufsichtsräte börsennotierter Unternehmen soll abgeschafft werden. Ja, ist ja natürlich jetzt so eine Sache, wenn ich hier als Mann dazu jetzt mich äußern soll, ob man das tun sollte oder nicht, aber ich sehe da, wie gesagt, für mich sehe ich da jetzt kein
Problem, deswegen stimme ich da nicht zu. Soll ruhig gerne da bleiben. Vermögensteuer. Hohe Vermögen sollen besteuert werden. Auch so eine Sache, aber ich sage mir ganz einfach, wer genug Kohle hat, der soll auch was abgeben. Der soll auch mal schön zur Kasse gebeten werden. Deswegen auf jeden Fall ja. Verurteilung von Kindern unter 14 Jahren. Für begangene Straftaten sollen auch Kinder unter 14 Jahren verurteilt werden können. Was ja aktuell nicht geht, zumindest noch nicht. Klar können Kinder auch unter 14 böse Straftaten begehen, aber ich finde trotzdem, nein, es sollte es nicht geben. Kommen wir nun zur gesetzlichen Krankenversicherung. Alle Bürgerinnen und Bürger sollen bei gesetzlichen Krankenkassen versichert sein müssen. Da freut sich die AOK natürlich, das ist ganz klar. Und ja, ist auf jeden Fall eine gute Sache. Also auch gerade in den USA, was ja damals der Obama quasi geschaffen hat, was ja dieser Psychopath von Trump ja wieder rückgängig machen will, zum Glück gescheitert ist. Das ist auf jeden Fall eine gute Sache, dass wir versichert sind und deswegen auf jeden Fall ja. Projekte gegen Rechtsextremismus. Der Bund soll weiterhin Projekte gegen Rechtsextremismus fördern. Auf jeden Fall ist ganz wichtig, dass eben die Leute und auch schon in der Schule quasi aufklärt werden, was eben da nicht so gut ist. Stichwort, na gut, NPD ist ja mittlerweile in die Bedeutungslosigkeit verschwunden. Allerdings, wir haben ja die AfD und es ist eine sehr gefährliche Partei. Deswegen ist es auf jeden Fall wichtig, dass der Rechtsextremismus gefördert werden sollte. Wichtig ist natürlich dann auch im Gegenzug, dass man Linksextremismus natürlich fördern muss. Ist ja auch eine gefährliche Sache. Na gut, vielleicht nicht so gefährlich wie Rechtsextremismus. Extremismus allerdings darf man das auch nicht unterschätzen. Deswegen auf jeden Fall ja. Freibetrag bei der Grunderwerbsteuer. Der Erwerb von selbstgenutzten Wohneigentum soll bis zu einer bestimmten Höhe steuerfrei sein. Ist ein schwieriges Thema. Auf jeden Fall, wo ich mich jetzt quasi nicht so wirklich zu äußern kann, allerdings würde ich grundsätzlich sagen, es hört sich gut an, deswegen ja. Verbot von Rüstungsexporten. Rüstungsexporte aus Deutschland sollen ausnahmslos verboten werden. Es kommt im Prinzip drauf an, was es ist. Deswegen, also ist was Gefährliches. Das auf jeden Fall nicht, ist etwas Sinnvolles, dann ja, nur was das genau ist, da kenne ich mich leider nicht mit so aus. Allerdings grundsätzlich, wie ich ja eben gerade gesagt habe, ist etwas Sinnvolles, dann ja, ist irgendwas Gefährliches, dann auf keinen Fall hier rein, also wie Atombomben oder was weiß ich, also sowas Gefährliches. Entschuldigung, deswegen grundsätzlich bleibe ich da erstmal neutral. Nummer 32, Verkauf von Cannabis. Der kontrollierte Verkauf von Cannabis soll generell erlaubt sein. Mittlerweile ist es ja zumindest in der, also quasi als Medizin quasi, also gerade so für Tourette und so ist es ja mittlerweile legal geworden. Was auf jeden Fall wichtig ist, weil es ja auch da bewiesen ist, dass es helfen tut. Und ja, ich habe, also gegen Cannabis, habe ich wie gesagt nichts dagegen. Kontrollierter Verkauf ist ja die Betonung, sofern es kontrolliert ist, kein Problem. Es soll natürlich Cannabis ruhig erlaubt werden. Also ich habe da kein Problem. Ich habe zwar keinen, jetzt nicht den Reiz dazu, dann sofort zum nächsten Copyshop zu gehen und mir erstmal den Joint zu drehen oder so, weil ich rauche eh nicht. Aber ja, kein Problem. Also
Ich sehe dann schon so gerade hier an der Uni dann schon den ersten Copyshop dann wohl am Aufmachen. Ja, deswegen, klar, soll ruhig Cannabis erlaubt werden, habe ich kein Problem mit. Abschaffung des Solidaritätszuschlages. Der Solidaritätszuschlag soll Ende 2019 vollständig abgeschafft werden. Ja, das ist, würde ich jetzt grundsätzlich sagen, nein. Man sollte diesen Solidaritätsumschlag quasi ein bisschen umändern. Solidarität war es ja erst dazu, dass eben in den neuen Bundesländern quasi die Infrastruktur erneuert werden sollte. Jetzt sollte man es sehr umgedreht machen, also zumindest ein paar Jahre noch weiterlaufen lassen, dass hier in Westdeutschland eher vielleicht etwas dafür gemacht wird, dass es also ein bisschen ausgeglichener ist. Deswegen erstmal nein. Leistungskürzung für Flüchtlinge. Anerkannte Flüchtlinge, die sich Integrationsmaßnahmen verweigern, sollen die Leistungen gekürzt werden können. Schwieriges Thema. Allerdings ist natürlich auch ganz klar, wenn ich in ein Land komme, in ein fremdes Land, was für mich anders ist, und ich möchte da leben, ich möchte dort meine neue Zukunft aufbauen, dann muss ich mich halt auch logischerweise an die Gegebenheiten, an die Kultur etc. natürlich auch irgendwie anpassen und nicht wie die Axt im Walde sich benehmen. Und das meine ich natürlich jetzt nicht irgendwie nazihaft oder so, was man vermuten könnte, nein, sondern einfach so aus dem Prinzip her. Ja, ich kann mich ja nicht, wenn ich in ein anderes Land gehe, wie die Axt im Walde fallen. Das geht ja nicht. Deswegen, klar, wer sich nicht integriert, dem sollen auch die Leistungen gekürzt werden, ist ja ganz klar. Kommen wir nun zum nächsten Punkt. Und da geht es um den Punkt, ob Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung. Eltern sollen für ihre Kinder bis zum Ende der Grundschulzeit einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung erhalten. Ist eine gute Sache. Klar, weil viele Mütter arbeiten ja mittlerweile auch, ist ja mehr so wie früher, dass die Mutter ja zu Hause ist, der Mann arbeitet nur. Deswegen ist das wichtig, deswegen auf jeden Fall ja. Gottesbezug im Grundgesetz. Der Gottesbezug im Grundgesetz soll bestehen bleiben. Ja, eine passende Frage für jemanden, der ja Politik und evangelische Theologie in dem Fach studiert. Ja, eine sehr interessante These und ja, wie könnte ich da wohl anders stimmen? Also klar, ich bin jetzt nicht dadurch, weil ich jetzt evangelische Theologie im Nebenfach habe, ich bin kein Engelchen, ich bin auch häufig ein Teufelchen. Also ich nehme das, wie gesagt, mit Gottesbezug und so nicht sehr auf die Goldwaage. Also es gibt auch genug Dinge, die vielleicht nicht so gut sind in der Religion. Da bin ich auch ganz offen für. Aber trotzdem finde ich, soll ruhig von mir aus da drinne bleiben. Man schadet ja damit niemandem. Das bedingungslose Grundeinkommen. In Deutschland soll ein bedingungsloses Grundeinkommen geben. Ist natürlich die Sache, wie soll das umgesetzt werden? Also schon das mit dem Mindestlohn ist ja so die Sache gewesen. Also grundsätzlich ja gut, aber bedingungsloses Grundeinkommen. Wo ist das? Bei wie viel Euro ist der Satz? Und das ist eben das Problem. Man hat keine genauen Angaben. Wo liegt das bedingungslose Grundeinkommen? Und daher kann ich dazu nichts sagen. Deswegen lehne ich es ab, weil es steht ja nirgendwo, so und so viele Euro sind es. Und vor allem ist es auch schwierig, so etwas zu ermitteln. Deswegen nein. Stärkere Zusammenarbeit in der EU. Die Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten in der Europäischen Union soll verstärkt werden. Das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Zusammenarbeit ist immer gut und auch in der EU ist es gut. Deswegen stimme ich dazu. Ja, so sieht das jetzt nun aus. Man hat hier nochmal alle Übersicht. Dann gehen wir mal weiter. Und jetzt haben wir, wie gesagt, hier die Parteienauswahl.
Und jetzt würde ich grundsätzlich erstmal machen, dass wir hier erstmal zu diesen Parteien kommen. Also das sind ja, wie gesagt, die vier Parteien, die momentan im Bundestag vertreten sind. Wahrscheinlich wird ja die FDP und leider auch diese Partei dann noch hineinkommen. Also das sind, denke ich mal, die sechs Parteien, die auf jeden Fall einziehen. Bei den anderen wird das wahrscheinlich nicht der Fall sein. Allerdings wollen wir uns ja auch hier mal diese kleinen Parteien mal anschauen, mit wie viel Prozent wir hier mit diesen zustimmen. Deswegen fangen wir einfach mal von unten an und klicken die mal an. Was haben wir hier? V-Partei hoch 3, Partei für Veränderung, Vegetarier und Veganer. Ach du Scheiße. Also das ist ja schon mal nichts für mich. Partei der Gesundheitsforschung, okay. Partei der Humanisten. Ja, alles klar. Das ist ja das ganze Gegenteil für einen Theologiestudenten. Ist das ja wohl eher nichts. Menschliche Welt, okay. Indische Philosophen. Alles klar. Die Urbanen, die Hip-Hop-Partei, ach du Scheiße. Die Grauen für alle Generationen. Ja, da habe ich schon mal irgendwas gehört. Von wie viel haben wir jetzt? Noch zwei. Deutsche Mitte. Ja, irgendwo in der Mitte. Und ja, ist jetzt das Beispiel mit der linksextremen Partei. Kommunistische Partei ist jetzt nicht so das Gute. Schauen wir mal bei diesen Parteien. Oh je, ach du je. Und da haben wir auch noch einen hohen Wert bei dieser komischen Veganer-Partei. Ach du je. Ja, das ist, glaube ich, nicht unbedingt so sonderlich gut. Also diese V-Partei ist da ganz schön auf unserer Seite. So, dann lassen wir die mal kurz drin und machen mal weiter. Demokratie in Bewegung. Okay, hört sich gut an. Bündnis Grundeinkommen. Ja, die setzt sich für den Grundeinkommen an. Okay. Bergpartei, die Überfahrt. Ach du Jemine. Nee. Allianz für Menschenrechte, Tier- und Naturschutz. Ja, hört sich nicht schlecht an. Allianz Deutscher Demokraten. Die Rechte. Ja, das ist schon mal keine gute Partei. SGP, Soziale Gleichheitspartei Viertelnationalisierung. Ach du je. Wie sieht es hier aus? Okay, da bleibt es immer noch bei dieser komischen Veganer-Partei. Ach du je, nee, wo bin ich hier nur gelandet? So, machen wir die mal wieder alle raus. Aus. So, machen wir hier weiter. Bürgerrechtsbewegung, nicht so gut. Das hier ist auch nicht so gut, was ich hier auch hier in Kassel sehe. Diese linksextreme marxistisch-lenische Partei Deutschland, nicht so toll. Partei der Vernunft, okay. Was haben hier? Ab jetzt. Demokratie durch Volksabstimmung, ja, das ist. Muss nicht unbedingt immer gut funktionieren. Die Bayern-Partei. Ja, wir sind nicht in Bayern. Ja, die Partei, die Satire-Partei halt. So, und dann noch diese. ÖDP, ökologisch-demokratische Partei, okay. Alles klar. Ach du je, ach du je, meine. Ja, und diese ökologisch-demokratische Partei ist auch noch besser als diese Veganer-Partei. Ich werde verrückt. So, machen wir mal das alles raus. Jetzt haben diese ÖDP hier quasi oben. So, das ist die Tierschutzpartei oder sowas. Ja, habe ich auch schon mal gehört. Die Freien Wähler, die Nazis und die Piraten. So, nehme die jetzt noch. Also das sind ja diese kleinen Parteien. Es bleibt also dabei, dass von diesen kleinen Parteien für mich die ÖDP am meisten anspricht. Ach du liebe Zeit, nee. Ja, die braunen Soßen natürlich am allerwenigsten. Ist auch ganz gut so. So, dann nehmen wir jetzt diese ÖDP und die sechs Parteien, die wahrscheinlich einziehen. So, und dann schauen wir mal, was bei rauskommt. Und es ist die ÖDP. Sensationell. Also ich soll die ökologisch-demokratische Partei wählen. Super. Ja, ein Wahnsinn. So, ja, und direkt danach kommen die Grünen. Okay, die Grünen. Dann die Linkspartei, dann die SPD, dann die CDU, dann die FDP, ja, und die AfD zum Glück natürlich ganz weit hinten. Ja, und ich selbst bin auch Mitglied einer Partei und
Ja, ich stimme da nur so ein bisschen 70% meiner Partei zu. Das ist natürlich, ja, das ist natürlich so eine Sache, aber nee, also es ändert tendenziell nicht unbedingt meine Meinung daran, was ich hoppala, was ich wähle. Und ja, ist auf jeden Fall interessant, dass ich quasi eine ÖDP wählen soll. Ich glaube, ich werde mich mal jetzt gleich mal informieren, was das überhaupt für eine Partei ist. Die ÖDP ist eine ökologisch und wertkonservative Partei. Sie zog 2014 mit einem Abgeordneten des Europaparlaments ein. Oh. In ihrem Wahlprogramm fordert sie den Ausstieg aus der Braunkohle sowie mehr Wertschätzung für Kindererziehung und Pflege durch Familienangehörige. Volksentscheid will die Partei ausweiten. Na gut, also im Prinzip zumindest das, was wir herauslesen, hört sich ja schon mal hoppala. Was kommt hier jetzt? Okay, das ist jetzt hier von. Können wir uns ja auch mal anschauen. Aha. Haben also nicht so viele Mitglieder. Okay, es soll mir jetzt auch erstmal egal sein. Ja, das ist quasi der Wahl-O-Mat gewesen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das kam, wie gesagt, bei raus. Ich werde, denke ich mal, jetzt noch einen anderen Wahl-O-Mat. Es gibt noch so eine andere Variante neuerdings. Die ist leider von RTL, also eigentlich wahrscheinlich nicht so unbedingt seriös, aber die schaue ich mir da auch mal an und gucken mal, was dabei rauskommt. Ob es da auch die ÖDP ist oder irgendeine andere Partei. Da kann man mal so ein bisschen vielleicht vergleichen. Ja, das war's damit. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, geht wählen irgendeine Partei. Ja, nur vielleicht diese Partei. Was ihr davon wählt, ist mir sowas von egal. Also das, ja, macht einfach mal. So, das wär's damit und bis zum nächsten Mal bei einem anderen Video und bis dahin wie immer und ciao.